Zombie Apocalypse. So, herzlich willkommen YouTube zur zweiten Folge hier zum neuen Projekt. Unsere kleine Alpenfeind, ihr seht, hier, T-Shirt, Cappy, könnt ihr euch bestellen, wenn ihr wollt. Und das Ganze mit dem Logo natürlich bedruckt, wie auch die Cappy, also viel Spaß dann. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Wir sind am Hof angekommen, wir steigen mal aus und dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Okay, also das sind hier anscheinend Maschinenhallen ziemlich verlassen. Gucken, ob es hier was gibt. Und dann müssen wir mal uns erkundigen, wie es da weitergeht. Also, ja. Es ist halt jetzt, ne? So eine Geschichte. Moment. Ah, ich habe hier ein kleines Problemchen. So. Nee. So. Na, warum geht das nicht? So. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal hier an. Und ja, wie gesagt, also irgendwie scheint hier alles sehr verlassen zu sein. Okay. Alles leer, okay. Und hier ist auch, oh, was ist das denn? Der wird ja so einfach abgestellt. Was ist denn das? Oh, ein Gödner, okay. Ein G75A. Mhm. Schickes Teil, ja. Gewichte. Guten Sprung. Der schwimmt noch. Meine Güte. Okay, das hört sich doch sehr gut an. Wir gehen mal weiter gucken, was wir noch hier haben. Also. Was haben wir denn hier? Das scheint ein Silo zu sein, was ich hier dabei habe. Okay. Mit diversen Anschlüssen. Okay. Nicht schlecht. Okay. Gehen wir erstmal hier weiter. Hier haben wir noch einen Unterstand. Und der wird ein bisschen erhöht gebaut. Oh, okay. Kann man hier denn auch ein Licht anmachen? Ah, hier ist ein Lichtschalter. Ah, okay. Ja, sehr schön. Mal wieder aus, wir wollen ja jetzt nicht zu viel Strom verschwenden. Okay, da drüben. Das scheint unser Wohnhaus zu sein. Okay. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Was haben wir das? Was ist das denn hier? Also es scheint. Ah, ein Hühnerstall. Da muss aber. Da müssen wir aber auch mal wieder Gras mähen. Also. Das ist ja nicht so dolle. Okay, eine Garage. Da müssen wir auch mal ein bisschen stutzen hier. Den Baum dahinter. Was ist denn der? Okay, eine Kerche. Ein Brennholz. Okay. Aha, okay. Da ist. Na gut, okay. Da müssen wir mal ein bisschen was restaurieren. Vielleicht umbauen. Okay. Nicht schlecht, ne? Also ja, was soll ich dazu sagen? Wir machen das mal so. Ich hoffe, hier gibt es auch noch irgendwo jemanden, der weiß, was hier alles ist. Nee, also hier haben wir nichts drin und ja. Dann haben wir hier auch noch ein. Was ist das für ein. Ja, ein Fahrsilo. Würde ich jetzt mal behaupten, haben wir hier drin. Ja, das sieht ganz gut aus. Also, ja, ein Bunkersilo. Aber ein
Ein Casino ist doch eigentlich meistens immer nur für die Kühe, also für Silage oder so, wenn ich mich nicht irre. Okay, also dann haben wir hier einen Unterstand. Okay. Oh, das hat einer seinen Müll hinterlassen, aber hier gibt es auf jeden Fall noch eine Pferdekoppel. Ah, ein Pferdestall, ja super. Das wird Elfriede freuen. Ja, hier müssen wir dann noch mal gucken. Okay, hier kommt wahrscheinlich Wasser rein. Ja, auch in Ordnung. Okay, ja, dann werden wir, glaube ich, jetzt erstmal Elfriede auspacken, dass sie in ihren neuen Stall kommt. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Also, ich würde sagen, das müsste so jetzt hoffentlich funktionieren. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das sollte alles jetzt erstmal klappen und dann müssen wir gucken, wie wir weiter verfahren. So, Elfriede, raus mit dir. Muss mal den Motor ausmachen. Da läuft sie. Unsere gute alte Elfriede. Ja. Dann hoffe ich doch, dass die beiden gleich auch hochgefahren kommen und uns die Sachen bringen. Ja, dann gucken wir mal, was wir denen jetzt hier wegbringen. Und dass dann das Ganze dann ein bisschen, wo stellen wir den denn hin? Oh, wer kommt denn da gefahren? Herr Moin. Unterwald, hallöchen. Ja, ich bin gerade angekommen. Ich habe gerade erstmal Elfriede ausgeladen. Ja, schreien Sie doch nicht so. Ich bin gleich taub. Entschuldigen Sie. Entschuldige. Entschuldigung. So. Ja. Also ich habe gerade erstmal Elfriede ausgeladen. Was haben Sie mir denn hier Schönes mitgebracht? Stroh? Ja, das ist wunderbar. Oh, sehr schön. Sogar im Ballen extra nicht auseinander, weil mit Auseinanderschneiden finden sie ja nicht so toll. Ja, Herr Obermeier? Herr Obermeier, Ja. könnten Sie mir das in den Pferdestall direkt einlagern, dass die Elfriede direkt was hat? Das wäre sehr lieb. Und Ja, ja. Sie, Herr Unterwein, Sie haben einen neuen, ja, Angestellten, der war ja vorhin ja noch nicht dabei. Oder habe ich ihn einfach nicht gesehen? Nein, das ist der Marv, der war noch nicht da, der ist gerade erst wiedergekommen. Ach so, okay. Hallo Marv. Hallo, ich bin der Neue. Ja, schön. Und Sie sind auch am Landhandel tätig oder am Maschinenhandel oder was Ja. sind Sie jetzt eigentlich, Herr Unterwald? Was weiß ich? Ich bin Ja. ein Mann. Also Landhandel, Maschinenhandel oder beides oder. Wir handeln halt, wie gesagt, eben mit den Fahrzeugen. Sie können aber grundsätzlich bei uns alles kriegen, was das Herz begehrt. Okay. Ja, gut. Und wenn wir was nicht sofort da haben, können wir alles, Vorsicht, Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Obermeier. können wir alles bestellen und besorgen. Und ja. Ja, wir haben auch noch eigene Felder und Wiesen, die wir so ein bisschen bewirtschaften. Ja, wissen Sie, welche hier frei sind? Also, aber davon abgesehen, das muss ich mir dann mal angucken. Kommen Sie mal mit, ich habe da gerade was gefunden. Also der Hof, der scheint ja echt sehr leer zu sein, bis außer diese Scheune hier. Gucken Sie mal, was ich hier gefunden habe. Einen alten Trecker, einen Güldner.
Stimmt, der hatte ja einen Güldner. Oha. Ja. Den wollte wohl keiner haben. Ja, anscheinend wohl nicht, aber der springt sogar noch an. Wahnsinn. Lange, da wäre es gut, wenn man da die Öle vorher mal wechselt. Ich hab mich noch nicht getraut, ob der Frontlader funktioniert. Soll ich einfach mal gucken Sie mal, ob das alles in Ordnung ist dann da? Ja, mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht, ne? Einfach mal probieren, würde ich sagen. V-förmigen Bügel können Sie den, glaube ich, aushängen. Vorne die Schaufel dann zum Abklappen. Also das scheint schon mal zu funktionieren. Aber wie kriege ich den denn vorne ausgeklappt? Jetzt muss ich ja selber mal gucken. Der V-förmigen Bügel, Da der muss da rechts an irgendwo, der Seite ist. genau, da muss irgendwo ein Schalter sein. Der ist ja, weiß ich, ist der schon elektrisch oder ist er noch manuell? Der Nee, ist ist. auch manueller Auslöser, ne? Nein, der ist elektrisch. Da ist ein Kabel drin. Doch schon Und elektrisch. da ist ein V-förmiges. Jetzt habe ich die abgemacht, richtig? Ja. Okay, das ist. V-förmige. Da müssen Sie drauf. Und zack. Fahren Sie mal hoch. Die V-förmige Taste. Und nochmal die V-förmige, dann rastet der dann wieder ein. Okay. Ja, Ne? das ist sehr, sehr, sehr gut zu wissen. Aber der stand hier so, also hoch. Ich hatte Angst, da was zu machen. Aber am besten ist es doch eigentlich, wenn man den runter macht, oder? Ja, Druck auf den Zylindern, wenn die gut sind und die Ventile, dann passt das schon. Wenn die Okay, super. Dichtungspakete dicht sind, Ja, sehr dann ist schön. das schon. Das Okay. sieht auch gut aus bei dem. Scheint nicht Ja. zu tun. Ja, also ich würde dann nachher mal mit runterkommen. Jetzt sind Sie ja mit drei, da könnten Sie ja eigentlich sogar das Fahrzeug wieder mitnehmen. Weil damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, ne? Ja. Das Ja, wäre wir sind ja. ja. Der Kollege könnte das ja sogar mitnehmen, wenn wir den mal durch sollen. Genau, weil, Kein also Problem. ich würd gleich mal mit dem hier runterkommen, mit dem Güter, weil ich brauche halt noch ein paar Maschinen. Ja, das ist doch gut. Da Das würde trifft. ich dann gleich mal einmal zu Ihnen kommen und dann müssen wir mal gucken, was haben Sie da, was brauche ich oder was müssen Sie noch bestellen. Das wäre jetzt sehr schön. Okay, ja, ansonsten, genau, ich habe da hinten am anderen Ende vom Hof, hier, der Hof ist ja ziemlich weitläufig, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, hier ist alles groß und weit. Hier gibt es auch nur große Wiesen und hohe Und Geld haben Berge. Sie genug, ne? Geld haben Sie anscheinend genug, oder? Weil der Nötig. Trecker noch läuft. Ja, genau. Bei den Diesel, wenn Sie die immer gleich ausstellen für kurze Strecken, dann ist das gar nicht so gesund. Ah, okay, Bei ja. den alten Dingern können Sie das machen, aber die neuen, da ist das Okay. nicht so gut. Da hinten an der Garage, da steht so ein grünes, dickes Fass hinter dem Schuppen hier, hinter dem Metallschuppen. Ja, das Wasserfass. Ah, das ist ein Wasserfass. Ja, das Ja. Wasser drin. Genau. Okay, ich habe mich Das schon würde ich aber gewundert. vielleicht mal ablassen und neu befüllen, weil das ist jetzt schon 4, 5 Jahre her, dass das genutzt wurde. Ja gut, da kann ich ja dann die Wiese mit beträufeln, ne? Ja. Aber selbst sag mal, der Ja. Fritz, hatte der nicht sogar die Leitung aus dem Berge von der Quelle oben Ja, hier das war ja gut. runtergelegt, Da dass sich haben das die alleine damals öffnet, ne? aufgebaggert. Stimmt. Ach so, das ist also frisches Wasser, was das da Ja, jetzt, wird jetzt mal. gerade nicht, weil es ist ja schon jetzt seit Jahren nicht mehr rausgemacht worden. Das ist jetzt halt Ich werde da mal so ein drin. paar hundert Liter auf alle Fälle weglaufen lassen, bevor Ja. ich da dem Pferd gebe. Das ist schon mal wichtig. Also das heißt, Pferde sind da sehr ich mache hier vorne auf, damit das Wasser rausläuft. empfindlich. Ja, genau. Und hier hinten mache ich dann, wenn ich vorne zugemacht habe, mache ich hier hinten auf, damit das Wasser dann in den Tank hier läuft. Ja, dann füllt sich das Ah, wieder. und dann kommt das da oben aus der Durch die Quelle Quelle, hier. was oben vom Berg kommt, haben die damals dann von Okay. Fußdämmen des Berges, haben die da eine Leitung. Okay, nicht schlecht. Stimmt. Das War ist ja damals noch sehr riesig. schön. Ja. Okay, ja, ich würde jetzt noch den Hänger wegpacken und dann würde ich eigentlich gleich mal runterkommen, um zu gucken, wie es aussieht, was ich an Maschinen brauche. Ich habe da schon mal so ein bisschen mich ja immer vorinformiert und würde dann einfach gleich mal runterkommen zu Ihnen, wenn es recht wäre, wenn Sie die Zeit haben.
Kein Problem. Das ist ja kein Problem. Ne? Einer ist immer verfügbar bei uns. Das genau. Ist schön. Okay, ansonsten rufe ich einfach durch, wenn ich auf dem Weg bin. Genau. Ach, falls genau. Es mal sein sollte, dass ja. Wir gerade einen Wechsel auf den Feldern machen. Ja, auf okay. Diesen. Was okay. Reden Sie denn jetzt für das Stroh? Weil ich möchte das ja nicht umsonst haben, um Gottes Willen. Ich hätte ja welches kaufen müssen oder nutzen, oder mir besorgen müssen irgendwoher. Also fragen wir mal eine Gesamtrechnung dann mit dem Fahrzeug reparieren. Das kriegen wir dann schon. Also mit Fahrzeug reparieren, Wartung und den Kauf. Genau. Ja, okay. Würde ich sagen. Ja gut, dann wollen wir das so. Ja, der ist schon wieder weggerannt. Ja, ja. So machen wir das. Der hat es eilig. Okay. Dann nehmen Sie Ihren Wagen wieder mit und ich komme dann gleich mit dem Güldner mal runtergefahren. Jawohl. Okay. Dann parke ich mal eben kurz den Hänger weg. Ich lade noch mal eben jetzt. So. Jetzt stellen wir erstmal hier hin. So. Soll ich Ihnen hier irgendwas angucken oder? Dankeschön erstmal. Ja. Das sieht aber sehr schön aus. Ja. Da hat die Elfriede dann aber jetzt auch gut was zu futtern erstmal. Das ist sehr schön. Das passt auch. Alles weitere. Wir sind sowieso gerade am Heu machen. Ja. Dann ist wo haben Sie denn mir denn das Stroh? Direkt den Stall schon rein. Ja, das nutzt. Ja, aber der lädt das nicht, der nimmt das nicht. Ja, dann müssen Sie es dann nochmal packen. Dann muss ich es wahrscheinlich einmal aufmachen, was? Ja, kann schon sein. Okay, ja, da kümmere ich mich dann später mal drum. Wie wir das machen, ich weiß es noch nicht. Jo, okay. Das sehen Sie ja dann. Sehr schön, sehr. Ja, Herr Obermeier, danke fürs Helfen auf jeden Fall schon mal. Herr Maas, Ihnen auch. Bitte schön. Auch wenn Sie noch nichts getan haben. Ja. Wo ist er denn? Ach ja, Herr Unterwald. Jawohl. Vielen Dank fürs Helfen und wir sehen uns ja dann heute mal was öfter, denke ich. Ach, da gehe ich ja ganz stark von aus. Ja, bestimmt. Wenn man schon mal neue Nachbarn hat hier. Ausnutzen und sich auch näher kennenlernen. Ja. Sehe ich ja genauso. Dieser Hänger, der hat schon was. Ja, wir haben da ein Händchen für die wieder aufzubauen, wenn sie mal Interesse haben. Genau, der ist halt die voll restauriert. Ja, also und das war noch gute Wert dabei. Das ist, der sieht sehr, sehr schön aus. Aber der Aufkleber hier hinten mit den 25, der ist ja so nicht richtig, oder? Güldner würde das ganz gut passen. Genau. Ja, also vom farbtechnisch her passt der wunderbar zum Güldner. So für kleinere Fahrten oder was man halt noch machen kann, wäre der echt optimal. 25, hier ist im Moment keine Polizei. Also, ja, stimmt, ich hab's vergessen. Also da kann man auch mal was schneller fahren. Des Weiteren müssen Sie bedenken, 25 km/h Anhänger sind zulassungs- und steuerfrei. Ne, kleiner. Wissen Sie nicht von mir? Ich muss gehen. Los! Danke, Herr Unterwald! Jo. Tschüss! Tschüss! Dann! Bis dann! Ja. Sepp, nochmal rund um Leuchter an. Und da fahren Sie vom Hof. Ja, sehr schön. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, okay, also das ist ein Wasserpass. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Wasser hier auf und lassen das mal ablaufen, damit wir der Elfriede auch gleich Wasser geben können. So. Okay, das würde schon mal gehen. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal überlegen. Also ich habe ja schon so eine kleine
anschauen wir gemacht, wir gehen mal ins Haus. Wir wollten ja noch mal ins Haus gucken gehen. Was wir denn noch so machen wollten. Ja, ich habe mir noch ein bisschen was angeguckt an Fahrzeugen, was ich gerne hätte. Ich muss jetzt mal mein schlaues Buch hier zu Rate ziehen. Und das ist ganz wichtig, weil ohne das schlaue Buch komme ich nicht aus, denn ich habe natürlich schon ein paar Wünsche, die ich gerne hätte. Und ob wir die umgesetzt kriegen, müssen wir dann gleich echt mal beim Händler gucken. Das machen wir aber dann in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen. Gleich. Und ja. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute, für die Folge. Vielen Dank, lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und haut da rein. Tschüss, Sikowski.